Hallo und willkommen zu Sport Kompakt. Am Samstag war es endlich wieder soweit. Der große Coup blieb aber leider aus. Borussia Mönchengladbach startete in die Bundesliga-Rückrunde mit einem 0:0. Gegner Hoffenheim machte den Strafraum dicht, den Fohlen fehlte der nötige Biss im Abschluss. Über den aus Sinsheim mitgebrachten Punkt freut man sich aber dennoch im Borussia-Park. Der achte Tabellenplatz aus der Hinrunde bleibt der Favre 11 erst einmal erhalten. Nach dem 18. Spieltag positioniert sich die Borussia damit in einem engen Tabellenmittelfeld. Mit nur einem Punkt Unterschied zu den Direktkonkurrenten ist der Weg nach oben und unten für Gladbach weit offen. Weiter geht es für die Schwarz-Weiß-Grünen am 26. Januar gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf. Kommen wir zum Hockey. Am 5. Spielwochenende war der Gladbacher HTC zu Gast bei Rot-Weiß Köln. Eine Sensation blieb aus, der GHTC konnte sich nicht gegen den Tabellenzweiten durchsetzen. Das junge Gladbacher Team in Schwarz-Rot startete unglücklich in die Partie. Bereits in der 5. Minute punktete der Hallenmeister aus Köln und übernahm die Führung. Von da an gab der Gastgeber das Spiel auch nicht mehr aus der Hand. Mit starkem Kampfgeist hielt der GHTC dagegen, konnte aber in der ersten Halbzeit nur ein Tor durch Sven Alex verbuchen. Nach dem 3:1 Pausenstand für Köln nahm das Gladbacher Spiel Tempo auf. Doch bevor der Tabellenvierte seine Chancen in Punkte ummünzen konnte, zogen die Rot-Weißen bis zur 34. Minute mit einem 5:1 davon. Lohn der Mühe auf Gladbacher Seite? Mats Grambusch, Florian Adrians und Thomas Spenrad holten 3 verdiente Treffer raus. Reichen sollte es aber nicht mehr. Der GHTC musste mit einer 7:4 Niederlage die Koffer packen. Trotzdem haben die Gladbacher Grund zu feiern. Mit dem 4. Tabellenplatz steht dem Klassenerhalt nichts mehr im Wege. Dank geht dabei aber auch an die Kollegen aus Krefeld. Der CHTC hat nämlich bereits am Freitag gegen Schwarz-Weiß Neuss punkten können und so der Gladbacher Auswahl einen möglichen Abstieg erspart. Wache Krefelder und überforderte Neusser. Auch im letzten Heimspiel der Saison blieb die böse Überraschung aus. Bereits nach 11 Minuten hatte das Team von Trainer Matthias Mahn der Partie ihren Stempel aufgesetzt. Mit unglaublichen 4 Treffern in Folge tänzelte CHTC-Frontmann Alan Butt seinen Club auf die Siegerstraße. Die Gäste aus Neuss ließen es vor dem Pausenpfiff mit 2 Treffern durch Philipp Weide noch einmal spannend werden. Mit 4:2 startete man dann in die zweite Halbzeit. Trotz unglücklicher Flüchtigkeitsfehler, die die Neusser Gäste prompt ausnutzten, ließen die Seidenstädter nichts mehr anbrennen. Alan Butt erzielte sein 5. Tor nach einer kurzen Ecke und Tobias Bergmann beendete das vorletzte Spiel der Saison mit einem 6:4 Abschlusstreffer in der 58. Minute. Ein besonderer Leckerbissen erwartet die niederrheinischen Hockeyfans am 27. Januar. Denn am letzten Spieltag der Hallensaison kommt es zum Wiedersehen zwischen dem Gladbacher und Krefelder HTC. Obwohl für die beiden Bundesligisten nichts mehr auf dem Spiel steht, verspricht das Niederrhein-Derby spannend zu werden. Wir bleiben beim Hockey, genauer gesagt beim Eishockey. Abseits des Eis hat sich bei den Krefeld-Pinguinen einiges am Wochenende getan. Nachdem bereits am Freitag die Verträge von Trainer Rick Adoono und Co-Trainer Remt Pieker bis 2015 verlängert wurden, unterschrieb gestern der tschechische Top-Torwart Tomáš Duba seinen Vertrag bei den Schwarz-Gelben. Zunächst wird der zweifache Juniorenweltmeister bis zum Ende der Saison das Tor hüten. In der Zwischenzeit hatte der Krefelder Kader 2 schwere Spiele zu bestreiten. Vor einer Kulisse von rund 5000 Zuschauern empfing der KEV am Freitag die Iserlohn Roosters. Nach 4 Niederlagen im neuen Jahr musste jetzt ein Kurswechsel her. Doch der sollte sich nicht einstellen. Iserlohn übernahm in der 5. Minute die Führung. 35 Sekunden später fiel der Ausgleichstreffer durch Herberts Wassijews. Die Seidenstädter drangen nach vorne, scheiterten aber regelmäßig vor dem gegnerischen Tor. Am Ende mussten die Pinguine die bittere 1:3 Niederlage kommentarlos runterschlucken. Auch am Sonntag reichte es nicht für einen Sieg gegen die Hamburg Freezers. Den begehrten Playoff-Platz muss der KEV an 5. Tabellenstelle dennoch nicht abgeben. Für die Handballer vom TV Korschenbroch hat sich auch an diesem Wochenende nichts am generellen Bild geändert. Wieder einmal ist die Rogaska 7 knapp an einem Sieg vorbeigeschlittert. Wie zu erwarten gab der Gastgeber und Tabellenerste aus Wilhelmshaven mit Anpfiff den Ton an.
Der TVK warf sich nach besten Kräften dagegen. Lohn der Mühe war ein 16:16 Pausenstand. Der Wettlauf um die Punkteführung nahm in der Schlussphase ein jähes Ende für Korschenbruch, als Spielmacher Marcel Gürgen nach einer chaotischen Abwehraktion vor dem Gästetor von den Unparteiischen vom Platz geschickt wurde. Der fehlende Mann auf dem Parkett ließ sich nicht mehr kompensieren und Korschenbruch musste den Gastgeber mit einem 33:29 Endstand ziehen lassen. Vom 11. Tabellenplatz aus geht es am 25. Januar weiter für den TVK. Gegner wird TSV Bayer Dormagen sein. Haben Sie auch Wetten, dass am Wochenende gesehen? Wenn nicht, haben Sie was verpasst. Wettkönig ist der Gladbacher Kua Hün zwar nicht geworden, seine Wette hat der 24-jährige Stuntman aber dennoch gewonnen. 25 Flickflacks auf einem Laufband und das in nur einer Minute. Während der Vorbereitungen stellte sich heraus, dass die Herausforderung doch um einiges größer war als erwartet. Umso glücklicher für den Show-Akrobaten, dass es live dann doch noch in letzter Sekunde geklappt hat. Herzlichen Glückwunsch an Qua und natürlich der ganzen Stunt-Truppe von Team Bay. Das war der Sport am Montag. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.